ohne Kamera aus. Musik auch aus. Scheiße, ich hab eh nichts. Okay, Leute. Ich muss jetzt wieder erst mal wieder lernen, wie man hier aufnimmt. Ja? Ich habe das natürlich voll vergessen in den letzten zwei Wochen. Das ist ganz neu jetzt für mich. Okay, ich bin connected. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, die läuft. Musik ist noch nicht an. Warte, ah, das war die falsche Musik gerade. Das kann ich nicht benutzen in einem Let's Play. Nein, da muss ich meine Let's Play Musik. So. Warte, jetzt muss ich mich noch auf Koffern hochdrehen. Leute, ich nehme jetzt wieder auf. Multiplayer, Craft Attack. Drauf geht's, okay. Ich höre mich selbst aber nicht, warte, ich muss mich nochmal selbst lauter drehen hier. Jetzt. Hallo? Hi, jawohl. Leute, ich bin wieder da. Oha, was ist denn hier auf dem Server passiert? Es scheint Nacht zu sein oder so. Warte, das Kabel muss hier so rum. Die Vlog-Kamera ist weg. Die letzten zwei Wochen habe ich hier nur Reisevlogs die ganze Zeit gefilmt. Jetzt muss ich mir wieder ein normales Let's Play machen. Und das mache ich jetzt auch. Willkommen zurück zu Craft Attack. Willkommen zurück zu Craft Attack. Oh mein Gott, wir sind da Hühner. Was ist denn da los? Hä? Hä? Hä, was ist denn jetzt passiert? Hä? Warte, muss ich erstmal hochbauen. Hä, kann das, dass irgendwas ein bisschen kaputt gegangen, kann das sein? Von Firma her. Was steht da? Schöne Grüße von deinem Nachbarn Debitor. Hä? Hoffe, du existierst uns da. Ja, das ist ein altes Schild. Aber ist das ja auch neu, oder? Ich glaube, Peter hat mir die Hühner geschenkt oder so. Also ich weiß nicht, ob das nett ist. Es fühlt sich jetzt hier so an, wie in der Wohnung von Tadel und Adi, als die wiedergekommen sind und überall Fruchtfliegen waren. Bloß, dass bei mir Hühner sind. Mann! Wieso denn? Also ich meine, eigentlich ist es ganz gut. Das kann ich nämlich leveln. Das Fleisch hat es extra gemacht, weil ich jetzt leveln kann. Ja, und außerdem brennen die jetzt ja immer, wenn ich die schlage. Das heißt, die geben auch gutes Fleisch. Das ist ja voll nett. Boah, weißt du, ich war im Urlaub zwei Wochen lang in Kalifornien und komme nach Hause zurück und denke, Mann, nur regnet es hier, alles scheiße hier zu Hause, gar kein gutes Wetter, nichts ist gut, aber dann gehe ich hier auf den Craft Attack Server um 11 Uhr morgens und ich habe auch gestern das Deutschlandspiel verpasst, Alter. Ich habe gestern das Deutschlandspiel verpasst, weil ich müde war und eingeschlafen bin und mein Wecker mich nicht geweckt hat. Und es war alles so schlecht, dazu komme ich gleich noch. Und dann gehe ich auf den Server rauf und es ist da eine liebe Geste von Peter, dass er mir, wenn ich das überhaupt alles richtig interpretiere, vielleicht war es ja auch überhaupt irgendjemand anderes oder so, keine Ahnung, der mir das hier geschenkt hat. Und dann sind hier plötzlich Hühnchen und die Hühnchen sind da, um mir Level zu geben und um mir Fleisch zu geben. Ich bekomme gerade richtig viel Fleisch. Ich frage mich nur, wie die ganzen Hühnchen hierher gekommen sind. Das wird nämlich auch ein Akt gewesen sein, hierher zu bringen oder so. Vielleicht hat er auch einfach nur die ganze Zeit Eier geworfen? Keine Ahnung, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es doch ganz nice, wenn man so viele Hühner hat. Das finde ich echt richtig nett von Peter. Das sieht man halt wieder was Richtige. Das ist eine echte Nachbarschaft, die mir gelebte Nachbarschaft. Das ist auch ein Vorbild, weil wir wollen ja auch Vorbild für die Zuschauer sein. So muss man mit seinen Nachbarn umgehen, weißt du? Die kannst du halt nicht immer ärgern und so weiter. Da musst du halt... Da muss man zusammenarbeiten und Peter und ich haben das getan in der Aufnahme vor dem Urlaub. Na, da haben wir extra viel Craft Attack aufgenommen, damit fast die ganze Zeit Craft Attack kam. Die letzten paar Folgen wollte ich aus dem Urlaub aufnehmen, aber das habe ich dann einfach absolut gar nicht geschafft. Ich habe es versucht, aber ging nicht. Aber deswegen nehme ich jetzt wieder auf, wenn auch jetzt alleine. Dann ist gerade eine Tür aufgegangen. Ach, wegen dem... Hallo, ja, komm hier rein, ich kein Problem. So. Alter, was... Autsch! Wie viele verdammte Hühner hier sind, das ist aber richtig krass. Kann das sein, dass das hier gerade nicht rausgeht? Ey, bitte mach die Tür auf, geh da rauf, los! Du musst nur da rauf gehen. Komm! Komm! Hey! Bitte! Mann! Doch scheiße ist... Hä? Irgendwie ist gerade aufgegangen, aber von drin kann man es irgendwie im Moment nicht mehr aufmachen, glaube ich. Es sei denn, ich übersehe da, dass da ein Knopf ist oder so. Weil ich sehe da gerade keinen. So, aber jetzt ist er auf jeden Fall offen. Na, ihr lieben Hühner... Ich mache euch kaputt, weil ihr gebt mir Fleisch und ihr gebt mir ein Level. Und gleich habe ich Level 30, dann kann ich endlich mal anfangen, was zu verzaubern. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, Craft Attack, habe ich irgendwo gelesen, wird bald pausiert, bis eine zweite Staffel kommt und dann könnt ihr mehr runterladen. Aber das heißt, ich muss mein Haus irgendwie relativ ansehlich machen, bevor ihr dann hier raufkommt und dann mich auslacht, weil ich so ein scheiß Haus habe. Das muss ich wirklich noch machen. Und ich muss gucken, ob Marc da ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil ich weiß jetzt nicht, was nach zwei Wochen passiert ist, wo Marc nicht da war. Oder weil ich glaube, Marc ist ja wieder gestorben, als ich in der letzten Folge, also ich weiß nicht, ob wir haben ja Marc wiedergeholt, aber ich glaube, der ist dann wieder gestorben und dann war ich jetzt zwei Wochen weg, dann war Marc zwei Wochen nicht da und wir sind ja in Marktown und das heißt ja eigentlich, wahrscheinlich sind die Hühner deswegen da, weil die Hühner hier alles übernommen haben dadurch.
Scheiße. Oh mein Gott, das tut mir alles so leid. Das wollte ich alles gar nicht. But it just happened. That makes me sad. Ach, Marc. Du bist schon so ein Verrückter. Warst du verrückt wie ich? Du machst schon verrückte Sachen, aber jetzt guck ich mal nach, ob du noch da bist. Mal schauen. Weil das wäre... Alter, wie viele Hühner hier sind. Wie viele Hühner. Ich habe das Gefühl... Ich habe echt das Gefühl, ist irgendwie... Marc hat... Alter, ein kleines Huhn. Seitdem Marc weg ist, haben die Hühner es übernommen. Wir sind jetzt in Hühnertown oder so. Ist das Marc? Das ist nicht Marc. Baby Markus reitet auf Hühnchen. Hä? Ist das Markus? Ich glaube nicht. Oder Marc auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nicht Marc. Was haben die Hühner mit Marc gemacht? Marc wollte wahrscheinlich auf einem... Oh nee, jetzt bin ich hier drin. Verdammt. Ich habe das Gefühl... Ey, geht mal weg hier bitte. Ah, jetzt so. Ich habe das Gefühl... Das war voll der Bug. Ich habe das Gefühl... Baby Marc wollte ein kleines Huhn zum Spielkameraden, aber es war ein trojanisches Hühnchen und dann sind alle 1000 Hühnchen da rausgekommen und jetzt haben die Hühnchen die Welt übernommen. Das heißt, ich muss jetzt alle Hühnchen töten? Nein! Weg mit euch Hühnchen, bitte, los, sterbt! Und du auch, weil du bist nicht der echte Marc, das weiß ich. Der echte Marc würde viel länger leben und nicht direkt sterben und würde irgendwas in der Hand halten und so weiter. Nein! Die Hühnchen haben Marc getötet wahrscheinlich. Das sind einfach so richtige Parasiten, die haben ihn von innen aufgefressen oder noch irgendwie irgendwas Schlimmeres. Nein! Oh nee, da ist man mal 2 Wochen nicht weg und alles geht hier kaputt im Marktown. Das macht mich, sowas macht mich traurig. Sowas macht mich traurig. Scheiß Hühnchen. Mann! Mann! Ist hier noch eins? Oh. Mann! Oh. Arme Marc. Wahrscheinlich ist der arme Marc einen qualvollen Tod gestorben, während hier alle Hühnchen sich verbreitet haben. Aber ich bin sein Rächer. Ich bin sein Rächer. Ich bin auf Marks Seite, Mann. Ich bin auf Marks Seite. Ich bin auf verdammter Marks Seite. Scheiß Hühnchen haben alles kaputt gemacht. Ich hasse Hühnchen fast noch mehr als Pferde. Aber wenigstens kann man nur Chicken Nuggets essen. Und Pferdefleisch ist nicht so lecker. Außer in Lasagne. Ja. Gut, ihr beiden Hühnchen, ihr geht noch weg. Ansonsten ist mir, würde ich sagen, habe ich langsam mal hier meinen Soll erfüllt mit den Hühnchen. Wobei, eigentlich brauche ich noch ein Level. Damit ich 30 Level habe. Damit ich das Beste, was es gibt, verzaubern kann. Aber was soll ich auch verzaubern? Eigentlich war der Plan ja, meine ganze Rüstung komplett zu verzaubern. Aber wenn das eh bald hier aufhört mit dem ganzen Projekt, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, sowas zu verzaubern. Vielleicht verzauber ich einen Bogen oder so, sondern so einen richtig krassen Bogen. Aber ich habe schon Power 3 Bogen. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, was ich noch verzaubern soll. Bam! So. Und erst mal gucken, was mit meinem Haus... Es sieht voll rosa aus. So, eigentlich wollte ich nicht, dass das so rosa aussieht. Mann, es ist jetzt schon ziemlich rosa, hier muss man gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das am Shader oder an irgendwas anderem liegt. Hier meine Dusche. Ja, die ist eigentlich in Ordnung. Mann, eigentlich bräuchte ich wenigstens ein Dach, was ich hier drauf... Aber... Eigentlich bräuchte ich wenigstens ein Dach, was ich hier drauf setze, aber... Weißt du was? Sollte ich das Dach denn machen? Ich hole mir kurz Inspiration beim Nachbarn. Schwarz, Inspiration beim Nachbar 2. Bin, glaube ich, so Half-Steps, ne? Ich würde fast sagen, ich mache auch nochmal Half-Steps überall drauf. Da habe ich so ein Bungalow einfach. Man muss ja auch manchmal bescheiden sein halt, ne? Aber wenigstens, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Aber habe ich überhaupt genug Steine, um mir Bungalow-Dings zu machen? Ich meine, ich habe nicht mal einen Ofen da. Wie soll ich denn ohne Ofen überhaupt irgendwas schaffen? Jetzt muss ich bei Peter vorbeischauen. Scheiße, komme ich überhaupt raus ohne Knopf? Hallo? Scheiße. Nee. Ich komme jetzt gerade nicht raus. Muss hier oben wieder längst gerne irgendwo rüber hüpfen. Damit ich überhaupt hier rauskomme, ey. Da und. Jump'n'run, Leute. Jump'n'run. Jump'n'run und kaputt schlagen und jump und run und so. Okay, gehen wir da hoch. Und gehen wir hier über diesen schönen Weg rüber. Und jetzt komm! Nee! Das war leichtsinnig. Aber ich habe überlebt. Yeah! Ja. So. Wer nicht überlebt, ist dieses Hühnchen da. Ja! 28 Level und. Immer noch 28. Wie ewig das dauert für so ein bisschen was. Naja, gehen wir mal hoch zu Peter. Zu Mr. Peter, der hat ja, glaube ich, nur in seinem alten Haus die Farm gehabt. Oder hat hier auch so eine Farm? Briefkasten. Nix drin.
Doch, was denn? Das sieht schön aus hier. Hat er seinen Lagerraum an der alten Stelle oder nicht? Alle Torches waren weg. 1000 Monster gespawnt, darunter ca. 1000 Creeper. Das ist das Resultat. Brauche gerade schon wieder auf. Also wenn du aufnimmst, wundere dich nicht. Bist gleich wieder fertig. In 3 Stunden. Hä? Hat jemand vor 3 Stunden aufgenommen? Das war 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens. Wer nimmt um 8 Uhr morgens auf? Ich meine, ist schon krank, dass ich gerade aufnehme. Naja, bei mir geht es jetzt 11.24 Uhr. Aber es ist auch nur, weil ich wegen Jetlag so früh aufgewacht bin. Ich bin ja gestern einfach voll spät eingeschlafen. Voll früh eingeschlafen. Bin um 20 Uhr eingeschlafen. Ich wollte eine halbe Stunde schlafen und dann Deutschland noch gucken. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt und dann bin ich aufgewacht als vom Wecker und habe ich Snooze gedrückt. Und nochmal Snooze und nochmal Snooze. Und irgendwann hat das nicht mehr funktioniert mit dem Snooze. Ich bin einfach weitergeschlafen. Ich bin mir sicher, dass ich jedes Mal Snooze gedrückt habe. Und dann habe ich das verdammte 7:1 Deutschland gegen Brasilien Spiel nicht gesehen. Weil ich verschlafen habe. Mann! Alter, und dann hab ich im Ungefilm-Video gesehen, dass Simon gesagt hat, wollen wir den dann noch wecken? Und dann alle so, nee, das würde der bestimmt nicht wollen, der will doch schlafen. Mann, immer werde ich geweckt und jetzt in dem Fall, wo ich es mal gewollt hätte, wurde ich nicht geweckt. Die verstehen mich einfach gar nicht, sind gar nicht meine Freunde, sonst würden sie wissen, was ich will und was nicht. Nee, ich wurde einfach dann wurde ich auch nicht mehr von denen geweckt, das heißt, ich habe wirklich komplett durchgeschlafen, einfach von gestern bis heute Morgen. Und hab das Deutschlandspiel einfach verpasst und heute gesehen, dass 7:1 ausgegangen ist. Und ich dachte, das wäre ein Spaß gewesen. Das war so krass, dass es das, wie Deutschland da gespielt hat. Aber für mich leider alles nur. Ich kann nur von Erzählungen anderer berichten. Denn ich selbst habe dieses Erlebnis leider nicht mitmachen können. Ich weiß nicht, ich könnte mal in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand von euch dieses Spiel verpasst hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch jemand verpasst. Ich glaube, die Bulls haben das verpasst, weil sie im Flieger saßen. Das ist ja okay. Ja, ich habe das verpasst. Weil ich... Oh, die kann man aber, glaube ich, nicht töten hier. Das sind nur die Sachen, die man hier sammeln kann. Die kann man nicht töten. Schade, sonst hätte ich noch ein paar getötet für Level. Ich glaube, die Jungs von Bullshit TV, die sind ja auch aus Kalifornien zurückgekommen und die konnten das nicht sehen, weil die ein bisschen später geflogen sind und das dann im Flugzeug waren. So, aber ansonsten hat das ja wohl, wie in Deutschland normal war, so wie ich, der hat das ja wohl gesehen. Jeder hat das gesehen. Oder dass irgendjemand von euch nicht gesehen hat. Da bin ich mal auf den Grund gespannt. Das müsst ihr mir mal in die Kommentare packen, warum ihr das nicht geschafft habt. Wenn es überhaupt irgendjemand von euch gibt, der es nicht geschafft hat. Falls ihr euch wundert, warum ich hier so ziellos rumlaufe. Nein, ich bin auf der Suche nach seinen Kisten. Weil ich dachte, dass es sind vielleicht Steine drin, die ich mir klauen könnte. Oder halt einen Ofen. Der ist ja schon schön gemacht, der Peter hier. Muss ich sagen hier. Das ist schon cool. Auch das mit so einer kleinen Wasserrutsche hier, die dann... Oh, 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 nee. Oh, nee. Die in einem natürlichen Wasserfall endet, der ja ganz schön riskant angelegt ist. Also das ist, ich würde das jetzt baurechtlich, würde ich sagen, kann man es eigentlich nicht ganz abnehmen, so, ne? Weiß ja nicht, ob das mal so in Ordnung ist. Naja, es ist eine Auslegungssache, aber ich würde mal sagen, nee, ne? Naja, jeder so, wie er will oder was er möchte oder was er tut und getan hat und getätet, da. Mann, riechen Schwachsinn, Leute. Ich nehme jetzt hier zum ersten Mal sehr lange wieder auf. Ich kann das eh nicht einfach, ne? Hier war ich ja schon. Ihr seht schon. 2 Wochen haben alles zerstört. Ich bin kein Let's Player mehr. 2 Wochen lang keine Let's Plays aufgenommen. Hier sind vielleicht Kisten. Nee, hier waren aber mal Kisten. Bin ich 100% sicher. Die waren hier in dieser Ecke vom Haus. Aber jetzt ist es einfach ein Badezimmer. Hä? Und das sind Kleiderhaken da. Und frag mich echt, wo der seine Kisten hingetan hat. Oh nee! Was wollt ihr denn? Gib mir Level, okay? Gib mir Level, Level, Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Und hier ist leider nichts mehr drin. Aber 29 Level habe ich. Noch ein Level brauche ich, dann habe ich 30 Level. Ich bin mir 100% sicher, dass hier irgendwo die Kisten waren. Aber jetzt sind die einfach nicht mehr. Aha. Weißt du, mein Ziel in dieser Folge war, ein Dach zu bauen aus Steinen. Und ich habe nicht mal Steine bekommen. Ich bin ein absoluter Versager. Ein Versager! Mann, nicht mal sterben kann ich. Alle so traurig. Mann! Ach, Leute. Und bald, ich muss jetzt mal in der Konfi schauen, wann Craft-Tag vorbei ist, weil da stand da irgendwo. Minecraft Craft Attack. Es gibt sogar schon eine Konfi für Craft Attack 2. Bye-bye. Steht überhaupt zusammen. Der Server geht in 3 Tagen offline, wurde... Am Montag geschrieben, 12:59 Uhr. Heute ist Mittwoch. Das heißt, er geht morgen offline. Dann kann ich vielleicht gar keine Folgen mehr aufnehmen. Shit. Dann
war's das mit Tiger. Das war's das mit Craft Attack hier mit vielleicht schon. Oh nee. Ja, das ist so wegen den Hühnern habe ich nichts geschafft in dieser Folge. Und jetzt ist so eine Scheißfolge, meine letzte Folge von der ersten Staffel Craft Attack 2. Es tut mir so leid, ich muss jetzt heulen gehen. Tschüss.